Hallo miteinander, in diesem Video zeige ich euch, wie das AD Geranium Plug and Play Solar Modul zusammenbaut und am Balkon hängt. Kurz zum Lieferumfang: Wir haben hier die Höcke mit den passenden Schrauben, ein Stahlseil, das wir brauchen, um das Modul zusätzlich sichern am Balkongelände, die Aluschiene mit vier Modulklemmen, der Wechselrichter mit den passenden Schrauben und Nutenstein, das Stromkabel. Zusätzlich für die Montage brauchen wir hier noch ein bisschen Werkzeug. Für die Montage vom Modul haben wir das auf den Tisch gelegt. Das geht am besten, um das Ganze zusammenzubauen. Als erstes ziehen wir hier den Modulwechselrichter auf die Schienenschrauben. Und zwar brauchen wir hier die breite Nut. Nicht die schmale. Wir nehmen hier die Nutensteine. So drei drehen. Dann den Wechselrichter anschrauben. Action. Ich habe jetzt hier die Schiene gedreht, dass der Wechsel richtig unten schaut. Als nächstes tun wir die ausrichten, und zwar hier auf das Loch. Es sollte etwa ein Viertel rein sein vom Modul. Zusätzlich messen wir hier auf das Modul aber 4 cm. Und zwar bei dieser und der zweiten Schiene, dass wir gleich hoch sind. Dann tun wir hier mit dem Modulklemmen. Die können wir hier so reinschieben. Tun wir an allen vier Orten, tun wir das Modul anklemmen. So. Jetzt haben wir die vier Klemmen angezogen. Jetzt geht es nur darum, dass wir den Hocker hier anmontieren. Für das haben wir die viereckigen Nutensteine, die wir hier rein machen. Dass man schön bündig ist, oben mit der Schiene. So, und das gut anziehen. Das gleiche machen wir dann. Als letztes müssen wir noch Kabel einstecken. So haben wir hier als erstes die vom Solarmodul. Die kommen hier hin. Ich muss einfach schön Klick machen. So, dann haben wir hier noch das Kabel, das in die Steckdose eingesteckt wird. Das kommt auf den Stecker, das macht auch Klick. So, ich kann dann hier die Kabel vom Modul noch mit dem Kabelbinder anmachen. Einmal. Zweimal. So, jetzt ist das Modul bereit, um es am Balkon zu hängen. Wir haben jetzt das Solarmodul am Balkon gehängt und das noch zusätzlich gesichert mit einem Seil. Das sieht so aus. Von hinten. Nachher haben wir es hier eingesteckt. Die Balkonsteckdose mit einem Verlängerungskabel, dass man hier sieht, die aktuelle Produktion. Das ist jetzt 18 Watt. Das ist nicht so verrückt viel, weil einfach die Sonne nicht scheint im Moment. Bei normalem Sonnenschein hätten wir hier jetzt irgendwie zwischen 150 bis 250 Watt. Danke vielmals fürs Schauen und viel Erfolg bei der Montage vom AD Geranium.